Gehen wir an den Platz, wo in gewisser Weise alles begann. Bildreporter Michael Engelberg ist im niederländischen Utrecht. Michael, dort wurde die One Love Binde, um die es jetzt geht, erdacht und produziert. Wie wurde dort auf den FIFA-Irrsinn reagiert? Ja, guten Tag aus Utrecht nach Berlin. Also ich bin nicht Manuel Neuer, aber das ist die Binde, die er tragen konnte. Und wie die Niederländer darauf reagiert haben, wir stehen hier mit Roland Herkens. Roland Herkens ist Betreiber des Footballshops NL und ist auch Betreiber des Königlichen Fußballverbandes der Niederlande und als Webshop. Wie ist es durch die Decke gegangen, als klar war, hier wird hier passiert etwas. Genau. Ja, ist eine Kultsache geworden innerhalb zwei, drei Tagen. Die Bände ist entwickelt für die KNVB, die holländische Verband, zwei Jahre zurück. Ist schon im Verkauf zwei Jahre. Ist in Verbände gemacht für Verbindung von Leuten eigentlich, gegen Rassismus und so weiter. Und ist vor die Sachen im Weltmeisterschaft, weil die FIFA so reagiert hat, ein Bomber geworden und ein Statement gegen die Welt von lass uns verbinden. Und das ist es. Und jetzt kommt die ganze Welt auf uns an. Ja. Man sieht auch hier den Drucker. Der ist jetzt seit Dienstag Tag und Nacht im Einsatz. 24 Stunden pro Tag wird gearbeitet, ja. Jetzt um die Produktion wieder zurückzubringen. Wir haben beinahe 10.000 Stück verkauft innerhalb 48 Stunden. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter an die Städte, wo es richtig passiert. Also 4,99 kostet diese Binde. Alles zum Selbstkostenpreis. Ja, stimmt. Wie ist denn das bei euch, den Niederlanden, angekommen, dass jetzt plötzlich Nigel van Dijk und Manuel Neuer diese Binde nicht mehr tragen? Ja, das soll man die Leute fragen, aber jeder ist erstaunt. Wie ist das möglich, dass so eine Mitteilung gekommen ist von der FIFA? Das sind 8 Länder, die in den letzten 3 Wochen entschlossen haben, September glaube ich, um diese Binde zu benutzen auf die Weltmeisterschaft. Und jetzt, eine Stunde vor das erste Spiel, glaube ich, haben die gesagt, nein, gelbe Karte, wenn das passiert. Und ja, jetzt fällt die ganze Welt zusammen. Also im Webshop ist das sehr durch die Decke gegangen. Niederländischen Fußballverband in dem Webshop ist es schon ausverkauft. Hier werden die Bänder, hier wird es gedruckt. Wie funktioniert denn jetzt eure Produktion? Kann dieses Zeichen tatsächlich jetzt auch Kultstatus erreichen? Ja. Es hat schon eine Kultstatus erreicht. Wir bekommen Anfragen aus der ganzen Welt. Es ist wirklich unglaublich. Von Japan bis Afrika und so weiter. Wie können wir diese Bände bekommen? Das heißt, es geht viel weiter, als es also immer gemeint ist, zu machen. Also diese Binde kostet 4,99. Alles zum Selbstkostenpreis ist tatsächlich kein Geld. Nein. Wie werdet ihr weitermachen? Werdet ihr jetzt weiter produzieren? Bis wann kann denn jetzt jeder diese Binde haben? Gegen das Prinzip von alle Holländer wird es kein Geld gemacht, genau wie du gesagt hast. Aber wir haben gemeint, Verbindung ist wichtiger in diesem Fall, dann Geld machen. Man kann die bestellen bei dem holländischen Verband knvbshop.nl. Wenn diese wieder lieferbar sind, dann kommen die wieder auf Schirm und dann geht es ganz schnell. Ihr seht und ihr hört, die Binden sind ein Renner. Ich habe sie schon mal getragen. Roland Herkens und seine Mitarbeiter produzieren wie wild. Es ist ein Zeichen und wir hoffen heute um 14 Uhr, dass Manuel Neuer genau dieses Zeichen trägt. Zurück nach Berlin aus Utrecht.